In diesem Video wollen wir uns den zugehörigen thermodynamischen Kreisprozess zu einem Gaskraftwerk einmal genauer ansehen. Das ist der sogenannte Joule-Prozess oder Joule-Kreisprozess bei Gaskraftwerken. Dazu schauen wir uns noch einmal den Prozess an. Was hatten wir im vorherigen Video gesehen? Also wir haben die Frischluftzufuhr, wir haben die Kompression der Luft, die Einführung in die Brennkammer, wir haben den Brennstoff oder das Erdgas, was wir hier in die Brennkammer geben. Wir haben das heiße Gas, was austritt mit ungefähr 1200 Grad Celsius. Wir haben die Turbine, dann den Gasaustritt des heißen Abgases und die Turbine ist noch verbunden mit dem Kompressor in dieser Gasturbine. Wir wollen jetzt nun diesen Prozess einmal thermodynamisch ansehen. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen die vier Zustandsgrößen oder die vier Zustände, also einmal die Situation vor dem Kompressor. Das ist ja die Frischluft, die wir ansaugen, dann die Situation, der Zustand nach der Kompression. Der dritte Zustand ist der Zustand nach der Wärmezufuhr in der Brennkammer. Und dann haben wir als vierten und letzten Zustand die Situation nach dem Durchlaufen durch die Turbine. Was wir dann gedanklich noch machen müssen, um den Kreisprozess zu schließen, ist, dass natürlich hier wir von Zustand 4 zu Zustand 1 zurückgehen. Das ist natürlich nur ein gedanklicher Schluss, weil natürlich das Abgas hier nicht gekühlt wird und wieder zugeführt wird. Und man nimmt einfach frische Luft und führt sie dem Prozess zu. Für den Kreisprozess, für die thermodynamische Beschreibung brauchen wir natürlich einen geschlossenen Kreisprozess. Das heißt, wie sehen nun unsere vier Zustandsänderungen aus? Also wenn wir jetzt von 1 nach 2, von 2 nach 3, 3 nach 4 und dann wieder zurück von 4 nach 1 gehen. Was sind das für Kreisprozesse? Wie lassen die sich thermodynamisch beschreiben mit den Zustandsänderungen, die wir aus der technischen Thermodynamik kennen? Also der erste Schritt von 1 nach 2. Was haben wir da? Dort haben wir eine isentrope Kompression. Eine isentrope Kompression der Frischluft. Also, das ist ein sehr schneller Prozess, deswegen isentrop oder adiabatisch, also ein sehr schneller Prozess und die Luft wird komprimiert von einem Bar auf, ja, bei Gaskraftwerken sind wir so bei 15 bis 20 Bar, die dann nach der Kompression vorliegen. Der zweite Schritt ist dann, oder die zweite Zustandsänderung ist dann, wir gehen von 2 nach 3, wir laufen hier durch die Brennkammer, führen das Erdgas zu unserer komprimierten Luft, verbrennen das Erdgas und haben dann hier auf der rechten Seite unser Abgas-Luftgemisch bei 1200 Grad Celsius. Das ist eine isobare Wärmezufuhr. Also wir führen Wärmeenergie zu. Das erfolgt halt durch die Verbrennung des Brennstoffs, also von dem Gas in der Brennkammer. Dann der nächste Schritt. Die nächste Zustandsänderung von Zustand 3 zum Zustand 4. Das ist wieder ein adiabatischer oder isentroper Prozess. Wir durchlaufen mit dem heißen Abgas-Luftgemisch den Turbinenbereich, erzeugen damit dann über den Generator die elektrische Energie. Dieser Prozess ist auch wieder sehr schnell. Das heißt, er ist isentrop. Wir haben keine oder quasi keine Wärmeabgabe an die Umgebung. Da der Prozess so schnell ist, also eine isentrope
Expansion in der Turbine. Und dann der letzte Schritt, um den Kreisprozess thermodynamisch zu schließen, also von 4 nach 1. Das ist ja im Prinzip eine isobare Wärmeabgabe. So kann man sich das dann vorstellen, isobare Wärmeabgabe an die Umgebung oder die Atmosphäre. Das heißt, also die Luft tritt hier mit, also hat hier ein Bar, die Frischluft hat auch ein Bar. Das heißt, wir sind hier bei dem gleichen Druckniveau von dem Atmosphärendruck von einem Bar, haben hier eine sehr hohe Temperatur. Hier gehen wir mit 20 Grad Celsius ungefähr dann rein. Man kann hier das Gas noch vorerwerben, dann wird der ganze Prozess noch etwas effizienter, sodass wir dann einen geschlossenen thermodynamischen Kreisprozess haben, der sogenannte Joule-Prozess, mit dem sich das Gaskraftwerk beschreiben lässt. Dadurch, dass wir jetzt hier nur die Gasphase haben, lässt sich so die grundlegende Leistung und auch der Wirkungsgrad eines Gaskraftwerks eigentlich ganz gut mit Hilfe der idealen Gasgleichung aus der technischen Thermodynamik-Vorlesung berechnen. Das soll in einem weiteren Video, wollen wir uns mal exemplarisch anschauen, wie das so aussieht, dass das für ein Gaskraftwerk ganz gut funktioniert. Bei den Dampfkraftwerken ist der Prozess etwas komplizierter, dadurch, dass wir den Phasenübergang von flüssiger Phase zur Gasphase haben, des Wassers und wieder zurück. Das haben wir hier natürlich jetzt bei den Gaskraftwerken nicht. Da haben wir einfach den gasförmigen Zustand unserer Luft mit dem Erdgas, was durch die Brennkammer läuft. Das lässt sich entsprechend gut berechnen. Das, wie gesagt, machen wir in einem weiteren Video und schauen uns das nochmal genauer an. Zuvor wollen wir uns den Kreisprozess noch einmal im PV-Diagramm und auch im TS-Diagramm ansehen. Wie sieht dieser Joule-Kreisprozess, diese vier Schritte, wie sehen die im PV-Diagramm aus? Also wir zeichnen die auf die Y-Achse den Druck und auf die X-Achse das Volumen. Wir starten hier, das soll Zustand 1 sein, vor der Kompression der Frischluft, laufen dann in den komprimierten Zustand durch den Kompressor. Da sind wir dann also hier oben, haben wir hier diese isentrope Zustandsänderung. Dann der nächste Schritt ist die isobare Wärmezufuhr durch die Verbrennung des Gases. Das heißt also isobar, wir laufen parallel zur X-Achse oder zur Volumenachse hier rüber bei konstantem Druck. Da wir wissen, dass P2 gleich P3 ist, wir haben dann die isentrope Expansion in der Turbine. Das heißt also, wir landen dann hier unten, fallen hier also wieder adiabatisch oder isentrop runter in unserem PV-Diagramm, haben also dann den Druck P4. Das sind ja ein Bar, das ist der Umgebungsdruck, den wir hier haben, und kommen dann wieder gedanklich zurück. Machen wir das nochmal vielleicht gestrichelt, um das anzudeuten, dass das ja kein ganz Gedankenschritt ist von 4 nach 1, diese isobare Wärmeabgabe an die Umgebung. Das passiert ja nur gedanklich. Das heißt, also, was haben wir hier? Wir haben also einen Kreisprozess eines idealen Gases. Wir haben hier die Wärmezufuhr Q2,3. Das ist die Wärmezufuhr. Und wir haben hier unten, das ist die Wärmeabgabe von 4 nach 1, wie wir das aus dem Carnot-Kreisprozess auch schon kennen. Man kann nun diesen Kreisprozess, den Joule-Prozess, auch noch übertragen in das Temperatur-Entropie-Diagramm. Auch das wollen wir uns noch einmal ansehen. Wir haben also dann die Entropie auf der X-Achse und die
Temperatur auf der Y-Achse, das TS-Diagramm. Wie sieht das aus? Wir starten im Zustand 1 mit der Frischluft bei einem Bar, haben dann die Kompression. Das ist ein isentroper Vorgang, also wir haben eine senkrechte Linie nach oben. Die Entropie ist konstant, die wir haben. Dadurch, dass es ja isentrop ist, haben wir keinen Austausch von Wärme mit der Umgebung. Dabei bleibt also auch die Entropie konstant. Dann haben wir die isobare Wärmezufuhr. Das heißt, wir gehen hier also isobar nach oben, haben also den starken Temperaturanstieg, sind also dann hier im Zustand 3. Hier ist der Zustand 2. Laufen dann isentrop durch die Turbine. Das ist der Schritt von 3 nach 4. Das heißt, wenn man sich hier dann diesen Schritt nach unten ein Absinken der Temperatur und haben dann im letzten Schritt noch eine isobare Wärmeabgabe. Unser letzter Schritt von 4 nach 1 deuten wir hier wieder gestrichelt an. Das ist also unser Kreisprozess, dieser Joule-Prozess im TS-Diagramm. Auch hier haben wir wieder die Wärmezufuhr, das ist Q2,3. Und wie wir das aus der Thermodynamik kennen, die Fläche hier unter der Kurve, das hier, das ist Q4,1, das ist die abgeführte Wärme unseres Prozesses. Und das Entscheidende bei den Kreisprozessen, das gilt sowohl im PV als auch im TS-Diagramm, ist, dass natürlich diese eingeschlossene Fläche, das ist die Arbeit, die unsere Gasturbine leisten kann. Das ist, wie wir das beim Carnot-Kreisprozess kennen, also die Arbeit W, die wir leisten können mit unserer Turbine. Naja, mit diesem Kreisprozess lässt sich nun also ein Gaskraftwerk beschreiben. Wir kennen die Zustandsgrößen. Damit lässt sich also diese Fläche berechnen. Damit lässt sich auch der Wirkungsgrad unseres Joule-Prozesses beschreiben. Das wollen wir uns dann, wie gesagt, in einem weiteren Video noch einmal ansehen.